Da sind wir wieder bei Uncharted. Ich steig mal aus hier. Geronimo. Irgendwie ist das Wetter richtig schlecht geworden hier, ne? Das sieht so stürmisch aus, wenn ich mal ehrlich bin. Der Hand hat ja ein Fernrohr, aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht, das Wetter. Ich glaube, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Entweder zieht ein Sturm auf, ich weiß es nicht genau. Irgendwas ist hier nicht geheuer, Leute. WTF, wie bist du vor mir gekommen? Hacker! Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Und... Okay, Captain. Was sehen wir hier? Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Ja. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Schiffbruch. Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Hier sind wir nun. Hörst du mich? Nach dem Anfang vom Spiel. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Anfang, der Epilog. Da sind wir nun gelandet. Auf der Insel, die wir versucht haben zu erreichen. Ich sehe so wenig, es ist so regnerisch. Wo soll ich denn lang? Ich glaube, hier bin ich schon richtig gewesen. Ist hier irgendwo eine Höhle oder so? Ich glaube, ich muss hier lang. Ich glaube, hier geht es in die richtige Richtung. Okay. Erstmal weiter nach oben kommen. Ja, erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Sam, komm! Soll das ein Hinweis sein? Ja, wie soll ich denn nach oben kommen bei dem Wetter? Du willst doch nicht hier rumklettern, oder? Ich bin richtig verwirrt, wo ich hin soll. Ich sehe das so schlecht. Äh,
Ja, es ist ihm auch noch kalt. Das finde ich jetzt traurig. Ich renne nur im Kreis, ne? Da lang vielleicht? Schaut zumindest so aus, als wäre es der richtige Weg. Das Laufen ist ein bisschen hakelig. Ihm geht es wohl nicht so gut gerade. Kann ich verstehen, Alter. Mir gewinnt's. Mein Tag wäre gelaufen. Sam! So, wenn nach oh, hier geht's. Sieht aus wie eine Treppe. Ich versuche einfach irgendwie hochzukommen. Oho. Es scheint aber noch mehr Schiffe einmal angekommen zu sein. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Verdammt. Klar. Alles weg. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht war das Sam. Ja, wir hoffen mal, dass es Sam war. Oh, ich mag das Wetter so gar nicht hier gerade. Ich hasse so richtig regnerisch. Mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ja, verdammt. Toll, jetzt macht er erst Selbstgespräche. Er wird wahnsinnig. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Das sagt sich so leicht. Wir haben echt Glück, oder? Zur Hölle mit diesem Ort. Verdammt! Ist er zu schwach, oder was? Was ist denn jetzt los? Der kann irgendwie nicht springen. Hinweis. Ja, mache ich ja schon. Ich wusste ja nicht, dass er jetzt nicht mehr springen kann. Sorry, Spiel. Mann. Weitermachen, einfach weitermachen. Oh. Oh, ich hatte gerade Angst. Der kann echt nicht mehr da hoch. Guck das an, der ist viel zu schwach. Richtiger Loser. Mit sowas hänge ich doch nicht ab. Noch mehr Wasser, 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 Wasser. Oh, shit. Sic Parvis Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist. Nun sind wir hier. Ich muss zu diesem
auf dieser riesigen Insel einfach. Ja, wieder mit einer Mission zum Berg kommen. Ich komme zu dir. Aber jetzt sind wir hier wieder im Dschungel. Dass wir wieder in einen Dschungel kommen, das war mir irgendwie klar, oder? Das gehört dazu. Und dann noch auf einer riesigen einsamen Insel. Wow. Richtig impressed. Sind wir hier richtig? Das sah irgendwie so aus, als wenn es sehr viele Wege gibt. Ich nehme einfach mal den hier. Der wirkt vertrauenswürdig in diese dunkle Höhle. Habe ich nicht eine Taschenlampe mitgenommen? Egal. Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Ah! Ich habe gesehen! Da! Oh, oder auch nicht. Oh, jetzt! Das ist echt ein gruseliger Berg da hinten. Das ist echt awkward. Ah. Kommen wir da einfach ran? Ah, schön. Dann mal hoch. Ich dachte, wir brauchen das Seil, aber er scheint sich auch ein bisschen erholt zu haben. Oder auch nicht. Weil der DualShock vom 4 fast leer ist. Deshalb stürzt er ab, Leute. Das hat ihn sehr schockiert. Kann ich aber verstehen. Mich gerade auch. Och, Mann. Sind wir hier richtig? Oh. Da kann ich doch ranspringen, ne? Ja, habe ich richtig gesehen. Halte nur. Ich denke immer, sowas hält nicht. Das sieht aus wie so Pickel vom Berg, ey. Aber das Erste, was ich hätte danach, wäre eine Erkältung. Brave. Verdammt. Pass auf dich aus. Suchen die uns? Oder denken die, wir sind vielleicht ja, tot oder so? Jetzt. Das ist kalt. Bitte! Ah! Okay. Wasserfall-Action! Er hat einfach. Ach Mann! Wieso lässt er denn so los? Warum hangelt er sich denn nicht? Ach Mann. Manchmal verstehe ich das nicht so ganz. Manchmal will das Spiel mich mobben. So. Da wollte ich ran. Aber hat er sich nicht ran gehangelt, sondern einfach fallen gelassen wieder in den Tod. So wie mir das permanent passiert irgendwie. Ich kenne das von Footage damals. Zu Uncharted, glaube ich. Ich glaube, das war das erste, was sie gezeigt haben von Uncharted damals. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das war hier, ja. Oh. Jetzt fühle ich mich wie ein PlayStation-Mitarbeiter, Leute. Nein, okay. Krebse! Stopp! Hallo? Ein Schatz! Oh, ich kann nicht springen. Ah, hier. Ja! Ja! Ich habe einen Schatz! Das ist unser Ritual, Leute. Das wisst ihr ja. Die meisten denken, glaube ich, ich bin verrückt. Haha. Oh. Sieht aber sehr schön hier aus. Das ist. Hi. Hier ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlaksig. Mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Das hier ist, glaube ich, so ein bisschen auch aus dem Startscreen.
Aber ich erinnere mich irgendwie, das schon mal gesehen zu haben. Ging das so lange? Das Footage damals, das erste? In den Stiefeln? Ich kann mich echt daran erinnern. Awkward. Ah, ah, stöhn nicht so. Oh. Den brauchst du bestimmt nicht. Like a Tomb Raider. Als ob wir das jetzt so machen können. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Aua. Oh, war das knapp. Was da? Bam. Okay, das habe ich gut hinbekommen. Oh, sieht das so geil aus hier. It's beautiful. Jetzt kommen die solche Sachen noch dazu mit Springen. Es wird immer mehr, Leute. Finde ich aber cool, dass man das jetzt immer noch jetzt zum späten, schon im ersten Kapitel 13 oder sind wir, dass jetzt immer noch dazu Sachen dazukommen, wie jetzt dieser lustige Ponökel hier. Oh, scheiße. Oh shit. Nichts. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Los. Wow. Nichts machen. Das sind doch Dinger zum Ranspringen, Junge. Ciao. Au, verdammt! Verdammt! Psst, schlaf jetzt. Hat überlebt. Wir haben mehr Glück als Verstand. Tja, eine Glückssträhne endet mal. Mal sehen. Das hab ich mir nicht eingebildet. Doch. Auf einmal war er einfach vor mir. Hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, kurze Zeit. Haha, ist das knapp gewesen. Ha. Ich hab grad Angst ein bisschen, ne? Dass ich hier irgendwie dumm erwischt werde. Da ist einer. Aber ich glaube, da links war noch einer. Wenn ich mich nicht täusche. Aber wo? Ah, unter mir. Jetzt muss er sich wegdrehen. Oho. Hallo. So, Munition und so, das bekomme ich hier aktuell gut. War da noch einer? Ja, da. Ich nehme mal den Weg. Das ist gerade wieder schön. Finde ich halt gerade cool, die Schleichpassagen hier. Au, au, nicht runterfallen. Da war einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Viele hier. Hier haben wir alle down, ne? Ich glaube ja. Obwohl hier noch Höhlen unter mir sind. Aber wie komme ich hier lang? Okay.
Verdammt! Verdammt! Nein! Doch! Oh, Kacke. Ach, er hat den Helm. Außerdem sind die Granate geworfen. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Okay. Okay. Ich hab außerdem schon wieder eine Granate geworfen. Granate! Granate auf dem Weg! Nein, nein, nein! Wahrscheinlich! Alter! Haha, Headshot! Ich werfe meine Granate! Nein! Au, 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 au! Hopp! Wow, das ist zu nah! Verdammt! Oh Gott! Was tue ich hier? Ich würde gerne darüber. Oder? Ich gehe mal hier hoch. Nee, gar nicht. Ich gehe darüber. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden. Jetzt suchen die mich, glaube ich, aktuell. Wo gehe ich jetzt am besten lang? Was ist das eigentlich? Ah, eine Schrotflinte. Ja, die brauche ich jetzt nicht. Verdammt, Schluck auf! Nicht. Mann, der blöde Schluck auf. Noch leben wir? Ach, ich sehe, da ist der Felsen. Hopp. Hopp. Okay, da war irgendwo noch eine Sniper. Irgendwo da war eine Sniper. Aber da ist wieder ein gepanzerter. Oh man. Knapp. Granate. Hallo. Scheiße, was war das? Na komm mal gucken. Please. Oh, ich hätte. Oh nein, da kommt ein Equip der Dicker. Oh shit. Ich hab Angst vor dem Equip, ne? Rennen die jetzt nur im Kreis oder? Ich geh mal hier lang. Ich geh mal hier lang. Noch sind wir still alive. Noch. Ja, hier ist Böses im Busch, Leute. Wortwörtlich. Ah, schön. Ja.
Nope. Heute nicht. Wir haben es dir alle gekillt. Die meisten schleichen, denn es ist irgendwann wieder eskaliert, aber es ging. Aber es ging. So, eine Sniper haben wir jetzt dabei. Oh, ja, okay. Ich habe gerade so Angst, Mann, zu verrecken. Aber wir sind jetzt wieder weitergekommen. Wo lang? Ich fand das jetzt im Dschungel mega. Das ist mega cool. Also auch das Kämpfen. Das ist mega cool einfach. Ende, Leute. Was ist das? Verehrter Finder dieser Nachricht, Jonathan Burness, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheiten und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugel ihr Ziel erreichte. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffener Justiz erbitte ich dringend um eine Gebete zu Gott im Himmel, dass Burness für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes, 23. März 1808. Wow, ganz schön düster. Burns Crew hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Ein Hinweis! Ja, ich habe einen Schatz gefunden. Erneut. So. Jetzt hier wieder hochklettern. Wie ein verrücktes Äffchen. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Heilige Scheiße. Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay. Und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was?
Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter bei Uncharted 4. Bis dann und euch einen schönen Tag.